Herzlich willkommen im Sportkanal Lippoch. Ich möchte euch heute noch ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie ihr noch fit für den Sommer werden könnt. Hier haben wir nun das Laufband. Die Vorteile des Laufens am Laufband sind, man kann die gewünschte Strecke, die man zurücklegen möchte, einstellen. Man kann auch die Zeit einstellen, die man dafür Zeit hat, um zu laufen. Man steigert damit die Ausdauer. Man kann auch die Steigung und die Neigung verstellen. Und wenn man pro Laufen am Laufband immer mehr 2 Minuten dazu gibt, kann man in dem die Ausdauer erhöhen. Bei unserer nächsten Maschine handelt es sich um eine Bauchmuskelmaschine. Hier kann man Crunches machen. Der Vorteil ist, es wird die richtige Ausführung vom Personal vorgezeigt und man kann eigentlich auf dem Gerät nichts falsch machen. In späterer Folge, wenn man die Übung einmal gut schafft und relativ schön ausführen kann, ist das Bauchmuskeltraining an der Matte nichts mehr einzuwenden. Der Nachteil ist, wenn man gleich auf der Matte anfängt, man hat keine Betreuung und keine Unterstützung, kann es zu Rückenschmerzen führen. Bei dieser Übung ist es wichtig, dass man den Rücken gerade hält und wir empfehlen, diese Übung 2x15 Mal auszuführen. Das heißt, 2 Sätze zu jeweils 15 Wiederholungen mit 1 Minute Pause inzwischen. Hier bei unserer nächsten Übung handelt es sich um unsere MFD-Platte, diese ganz gut für die Koordination ist, wie auch für die Wirbelsäule. Sie lockert die Wirbelsäule und ist ganz wichtig zur Unterstützung unseres Gleichgewichtes. Hier kommen wir schon zur ersten Übung. Die erste Übung lautet, wir wippen 10 Mal nach vor, 10 Mal nach hinten, abwechselnd. Nach diesen 10 Mal versuchen wir, 1 Minute ganz gerade auf der Platte zu stehen. Hierbei trainieren wir unsere ganz kleinen Muskelfasern. Nach dieser Minute kommen wir schon zur nächsten Übung an der MFD-Platte. Wir wippen jeweils 10 Mal zur Seite, links und rechts. Danach stehen wir wieder 1 Minute, ganz gerade. Die nächste Übung machen wir schöne Kreise im Uhrzeigersinn, 5 Mal. Hierbei lockern wir die Wirbelsäule. Und nach diesen 5 Mal machen wir noch ganz schöne Kreise gegen den Uhrzeigersinn. Hier beim nächsten Gerät trainieren wir unseren Oberkörper sowie auch unseren Trizeps. Ist ganz gut für die Kräftigung unseres Oberkörpers. Von den Sätzen her würde ich empfehlen, das Ganze 2x15 Mal zu machen. Das Ganze so einzustellen, dass man wirklich bei der 15. Wiederholung wirklich am Maximum angelangt ist, sodass man nicht sagt, es wird noch 15 gehen, dann wäre das Gewicht zu leicht gewesen. Wir machen zwischen den Sätzen 1 Minute Pause und atmen in der Anstrengung aus. Wenn ihr es jetzt noch schafft, 2 Mal in der Woche ins Fitnessstudio zu kommen, dann würde es sich noch ausgehen, fitter in den Sommer zu starten. Ein guter Sommertipp: Essen Sie abends keine Kohlenhydrate, essen Sie besser Gemüse, Fleisch oder Reis.